So, meine Freunde, wir waren gerade im Hamburger Dungeon. War doch ziemlich lustig, eine Art Dokumentation eigentlich schon beinahe mal über das damalige in Hamburg. Und war eigentlich ziemlich witzig. Das einzige Makabre daran, sage ich jetzt schon beinahe mal, war, als wir als Piraten sozusagen dargestellt wurden, sage ich jetzt mal, und wir dann nach einem Schlachtruf gefragt wurden, sage ich jetzt mal. Natürlich Marlene befragt wurde nach unserem Schlachtruf. Und wir nur einen einzigen wahren Schlachtruf haben konnten. Helmut! Die Problematik dabei war einfach nur noch, dass er dann gesagt hat, mit diesem Schlachtruf können wir nur untergehen. Ich habe mich dann schon irgendwie ein bisschen gemobbt gefühlt, aber ist okay. Ist okay. Ich habe jetzt auf jeden Fall Hunger, sage ich jetzt mal. Wir werden jetzt noch ein bisschen rumgehen, ein bisschen was zum Schnabulieren suchen. Und du kannst noch hier vorne mal die Luftballons zeigen. Ich habe keine Ahnung, wie wir hinkommen, aber das sind Luftballons. Ich habe keine Ahnung, wie die da hinkommen, warum sie da sind und ob die überhaupt eine Existenzberechtigung haben. Ja, aber das Wichtigste sowieso, wenn ihr Hamburger Dungeon sozusagen hingeht, das Wichtigste sowieso, dort ist eine kleine Mauer, sage ich jetzt mal, das konnte ich jetzt nicht filmen, weil einfach 10.000 Leute da waren, ich hätte sie alle umkicken müssen. Hätte ich natürlich gemacht, ja, aber wäre blöd gewesen. Es gibt einen sinnlosen Knopf, ich liebe sinnlose Knöpfe. Man kann einfach den Knopf gucken und es passiert einfach gar nichts. Es ist nur ein sinnloser Knopf und der ist geil. Ja, ich würde sagen, wir schnappen jetzt mal was und heute Abend, nur so zur Information, bin ich, sind wir bei Kajo zum Essen eingeladen. Ist auch nett, sage ich jetzt mal. Und ja, ich würde mal sagen, Essen ist immer was Tolles und ganz wichtig, das ist der Michel. Das ist das Teil, das ich den ganzen Tag über gesucht habe. Genau dieses Teil habe ich die ganze Zeit übrigens. Ja, wichtig ist jetzt aber erstmal, wie gesagt, dass wir uns was zum Schnabulieren besorgen. Und dann sehen wir uns mal wieder, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Bis gleich. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier tatsächlich auf Michel, muss ich jetzt mal sagen. Wir haben ihn nach nicht ewiger Suche gefunden, weil Marlene gleich wusste, wo er ist, sage ich jetzt einmal. Kein Wunder, dass ich ihn gestern nicht gefunden habe. Ich war in ungefähr, ich sage jetzt mal, 5 verschiedenen Kirchtürmen, die allerdings ungefähr eine halbe Stunde Fußmarsch in diese Richtung sind. Ja, kurz, ich war genau da, wo der Michel nicht ist. Wir waren jetzt mittlerweile schon oben, aber oben kann man eigentlich so gut wie gar nicht drehen, sage ich jetzt mal. Dafür ist einfach, es ist viel zu windig, sage ich jetzt einmal, und auch viel zu kalt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Dafür haben wir jetzt hier mal eine wunderbare, ein Triebwerk, sage ich jetzt einmal. Und hier auch eine kleine Uhr. Ist die eigentlich richtig? Geht die eigentlich? Ja. Ja. Würde mich jetzt mal interessieren. Tatsache, die geht sogar, die passt. Nein, die passt nicht. Warum? Weil es 20 nach 4 ist und nicht 10 nach 4. Aber auf jeden Fall passt die Uhr irgendwie noch. Wir sind jetzt hier mitten im Michel drin sozusagen, weil wir schon wieder auf dem Weg nach unten sind. Nämlich per Pedes zu Fuß natürlich. Man muss ja auch was für die Beine tun, sage ich jetzt einmal. Und ja, wir werden jetzt mal runtergehen und mal gucken, was es dann unten noch eben Schönes in Hamburg zu sehen gibt, bevor wir dann eben langsam aber sicher in ein paar Stunden uns mal auf den Weg zum Kajolein machen und dort nochmals extrem schön schnabulieren werden, worauf ich mich jetzt schon freue, weil ich ja Hunger und so, Essen und so. Ich freue mich drauf. Bis dann! So, meine Freunde, wir sind hier in Hamburg-Altona, am Fischmarkt besser gesagt. Haben noch eine kleine Rundfahrt eben durch Hamburg gemacht, waren in Hamburg City sozusagen, der Innenstadt, und haben uns da ein bisschen umgeschaut. Ich habe sogar ausnahmsweise mal ein Eis gegessen, ist auch selten bei mir, sage ich jetzt mal, aber tatsächlich habe ich mir mal eins gegönnt bei diesem wunderbaren Wetter heute. Ja, und jetzt kommt eigentlich das, was Hamburg, eins der bekanntesten Dinge, sage ich jetzt mal, in Hamburg, die ich mir persönlich allerdings nur untertags antun kann, kurz die Reeperbahn. Die Reeperbahn eigentlich das, ich will es nicht sagen, das Wahrzeichen von Hamburg, aber fast das bekannteste in Hamburg, sage ich jetzt einmal. Abends will ich sie mir nicht wirklich antun, das wird mir zu pornös, muss auf Deutsch zu sagen. Aber untertags kann man sie sich ja mal kurz ein bisschen geben, vor allem bei diesem wunderschönen Wetter. Ja, was gibt es noch zu sagen? Vor allem jetzt im Sinne von gestern noch, waren, wie ich ja schon gesagt habe,
Marlene und ich zum Essen eingeladen bei Caillou. Ihr Freund hat für uns gekocht und ja, ich muss sagen, er hat sogar ziemlich gut gekocht, also es war super, super lecker. Und ja, da konnten wir noch eben noch ein bisschen ratschen, ein bisschen uns unterhalten und heute Abend gehen wir dann noch in Hamburg auf den Dom. Das ist eine Art Volksfest, sage ich jetzt mal. Und da müssen wir uns dann noch was für morgen dann einfallen lassen, denn morgen ist es dann tatsächlich endlich mal soweit und mein Geburtstag naht. Er interessiert mich zwar ungefähr gar nicht, aber irgendwas muss ich trotzdem machen. Ja, wir machen uns auf den Weg zur Reeperbahn, da kommt auch schon die nächste Fähre, glaube ich. Und bevor ich hier nass werde, ja, wir sollten feucht bin ich schon, gehe ich mal. So, ja, mein Wochenende ist, sage ich jetzt mal, langsam aber sicher mal vorbei. Was ihr gesagt, es ist vorbei, weil Montag ist. Den Geburtstag haben wir schön genossen und wir haben uns jetzt gedacht, es wird Zeit, dass wir auch mal euch kurz informieren, wie der Geburtstag denn so abgelaufen ist. Besser gesagt, was es denn Schönes gab, da es auch hier in diesem Sinne ein klitzekleines Unboxing gibt. Eigentlich kann man richtig Unboxing sagen, eigentlich ja nicht, weil ich persönlich weiß, was drin ist. Es ist ein klitzekleines Geschenk von Caillou, dass sie mir in einen Karton hat, weil sie mir anfangs per Post schicken wollte, aber da ich eh schon hier bin, kann ich es auch gleich so mitnehmen. Und hat sie das halt kurz mit Panzertape nochmal zugeklebt, damit wir es hier schon aufpacken können, ja! Bevor wir dahin kommen, haben wir natürlich noch was anderes. Einmal habe ich natürlich von Marlene etwas Tolles zum Geburtstag bekommen, auch ein toller Satz, sage ich jetzt mal. Ich habe einen neuen Geldbeutel. Wer sich jetzt denkt, ich brauche keinen neuen Geldbeutel, ich kann mal kurz den alten, der ist kurz als Mülleimer getan. Das ist der alte Geldbeutel. Meine ganze Hand passt durch. Ja, das war mein alter Geldbeutel. Der neue Geldbeutel jetzt viel stylischer natürlich hier mit The Legend of Zelda. Ich weiß nicht, sieht man's? Twilight Princess. Wunderschön. Und auch hier auf der Rückseite. Wunderbar, ich glaube, das ist das, Triforce und das Zeichen von Hyrule oder Hyrule abgebildet. Und natürlich auch hier drin alles wunderbar schön. So, dafür auf jeden Fall nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, Marlene. Da habe ich mich natürlich riesig drüber gefreut. Ich habe einen neuen Geldbeutel und dann auch noch so einen schönen, weil wer es vielleicht weiß, Twilight Princess gehört ja zu meinen absoluten Lieblings-Zelda-Spielen. Es konkurriert auf jeden Fall mit A Link to the Past. Dann kommen wir zu dem Geschenk von Caillou. Nein, ich meine nicht den Karton. Ich meine eher das hier. Mein wunderbares Bändchen, sage ich jetzt mal. Ich mach's mal ab, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. So, mein wunderbares Armbändchen. Man muss es sagen, ich war, habe am Samstag Geburtstag gehabt und war dann am Freitag mit Caillou auf einem Festival, wo wir eben in meinen Geburtstag eben reingefeiert haben. Und auf dem Heimweg hat sie mir das dann in die Hand gedruckt. War auch schön, sage ich jetzt mal. Ist auch ein nettes Geschenk von ihr gewesen. Auch natürlich an dieser Stelle jetzt nochmal Dankeschön, auch wenn ich mich schon 10.000 Mal bedankt habe. Und auch schön, das werde ich natürlich jetzt dementsprechend oft tragen. Und jetzt kommen wir mal hier zum großen Moment, sage ich jetzt mal. Ich habe hier vorbereitet schon eine Schere. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Helmuts nichts, aber ich versuche das jetzt mal irgendwie. Wunderbar. Ja, wunderbar. So. Da ich ja schon weiß, was drinnen ist. Arschloch. So. Ey. Ui. Tatsächlich ein Tischbrunnen ist das. In Form eines Buddhas. Dazu gibt es sogar eine nette kleine Geschichte. Und zwar, Caillou hat mal ich nenne es jetzt einfach mal Dekoladen. Es ist nicht wirklich ein Dekoladen, aber ich nenne es einfach mal so. Und da haben die einen Buddha eben im Angebot gehabt. Mit so einem Buddha-Tischbrunnen. Und da ich sowieso so ein kleiner Buddha-Fan bin, jetzt nicht von der Religion, sage ich jetzt mal, vom Buddhismus, sondern, wobei ich den sehr interessant finde, muss ich sagen, sondern eigentlich eher von der Form an sich. Fand ich den ziemlich interessant, habe aber an dem Zeitpunkt auch kein Geld gehabt und außerdem Hamburg weit weg. Ja, und Caillou hat jetzt einfach mal den Buddha gekauft und hat sich jetzt gedacht, sie schenkt ihn mir.
Finde ich natürlich sehr, sehr nett von ihr. Nochmal vielen Dank dafür. Jetzt können wir ihn hier mal aufmachen. Jetzt mal gucken, dass wir den da rausbekommen. Ja, wunderbar. Geh weg. Ui. So, das kann weg. Ich drehe ihn mal so zu euch, damit ihr das... So. So. Und... Wunderschön. Aha, da drin ist die ganze Elektrik. Ein wunderschönes Teil, wie ich finde. Ein toller Buddha hier. Der Springbrunnen, sage ich jetzt mal, unten, wo das Wasser eben dann reinläuft auf einer Seerose. Ich sage jetzt mal, das ist eine Seerose. Sieht so ähnlich aus auf jeden Fall, sage ich jetzt mal. Ja, und hier hinten haben wir eben dann die ganze Technik drinnen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig darüber. Ich liebe sowas und wie gesagt, ich bin sowieso so ein kleiner Buddha-Fan. Und ja, das wird dann natürlich einen großen Platz bei mir in der Wohnung gleich einnehmen. Und wahrscheinlich auf dem Wohnzimmertisch, sage ich jetzt mal, da passt wahrscheinlich am besten hin. Denn dann habe ich es auch immer schön im Blick, wenn ich neue Let's Plays aufnehme. Dann habe ich hier den kleinen Kerl immer schön im Blick. Ja, auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle vielen, 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 vielen herzlichen Dank an mein Kaiolein und natürlich auch an meine geliebte Marlene für diesen wunderschönen Geldbeutel. Es war eine schöne Zeit in Hamburg. Heute ist ja Montag, der letzte Tag, an dem ich jetzt hier in Hamburg bin. Morgen fahre ich auch schon wieder nach Hause. Und ja, wie gesagt, es war eine wunderschöne Zeit hier in Hamburg. Ich habe es genossen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Ecken aus Hamburg auch zeigen und ja, ich würde mal sagen, den packe ich jetzt mal wieder schön ein und jetzt wird mal bei uns mal wieder schnabuliert. Ich rede die ganze Zeit nur vom Essen, sage ich jetzt mal. Das ist mir auch gefallen in den letzten Videos, ich rede nur vom Essen. Schlimm. Ja, und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis gleich, tschuhu. So, meine Freunde, ja, ich bin jetzt mittlerweile wieder zurück hier daheim und ja, nur noch mal als kleiner Abschluss sage ich jetzt einmal, meine Reise nach Hamburg war wirklich traumhaft, es war wunderschön, muss man wirklich sagen, ich habe die Zeit sehr genossen, ich war auch zum ersten Mal in Hamburg und ja, da möchte ich natürlich noch ein paar kleine Dankesagungen in diesem Sinne natürlich machen, weil ja, meine Marlene, meine Maus hat es mir extrem vereinfacht in Hamburg, sage ich jetzt einmal, sie hat mir viel gezeigt, ist viel mit mir rumgegangen, ist war einfach eine schöne, schöne Zeit mit ihr und dann natürlich ein riesiges, riesiges, fettes Dankeschön an meine Maus. Natürlich auch für diesen wunderbaren Geldbeutel, den sie mir geschenkt hat und insgesamt einfach für die schöne Zeit in Hamburg, die ich mit ihr verbracht habe. Und zudem noch ein riesiges, riesiges, dickes, fettes Dankeschön natürlich auch an mein Kaiolein. Kaiolein hat mir auch extrem viel geholfen, ist mit mir auch rumgegangen, hat mir vieles erklärt und es war einfach schön mit ihr, sage ich jetzt mal. Es war schön, sie kennenzulernen. Es war immer witzig mit ihr. Sie hat halt einfach auch so einen stumpfen Humor, sage ich jetzt einmal, wie ich. Und dementsprechend war es auch einfach echt toll mit ihr. Es war schön, sie kennenzulernen und ja, auch da natürlich nochmal ein riesiges, dickes, fettes Dankeschön auch an den Tischbrunnen, den Buddha und auch das wunderbare Armband, das ich natürlich gerade anhabe. Und natürlich mein Hütchen, das hat mir zwar keiner geschenkt, aber ich find's toll. Ja, an euch zwei natürlich ein riesiges, riesiges, dickes, fettes Dankeschön. Und ja, es gibt allerdings noch etwas. Und zwar, wie gesagt, ich bin seit hallo, mein Handy klingelt. Ich bin seit gestern wieder zu Hause und heute lag etwas in der Post. Und zwar Tatsache, das Geburtstagsgeschenk von meiner Mama. Und ich habe das jetzt mal hier vorne. Komm her. Und zwar habe ich hier das Geburtstagsgeschenk meiner Mama und ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich halte es mal ein bisschen näher hin. Werwolf-Attacke von meiner Lieblingsband, der EAV. EAV in meinen Augen die beste Band der Welt. Ich liebe diese Band. Ich weiß, es klingt komisch, wenn man gerade in diesem Moment sagt, dass man die ERV liebt, aber ein Disturbed-T-Shirt trägt, weil das zwei komplett unterschiedliche Richtungen sind, aber Disturbed ist auch toll. Mhm. Auf jeden Fall ist ERV eine meiner Lieblingsband, was rede ich, meine Lieblingsband. Und ich wusste gar nicht, dass es ein neues Album von denen gibt.
Und ja, meine Mama hat es anscheinend gewusst und hat mir da dieses wunderbare, schöne Album geschenkt. Und ich habe mich natürlich riesig drüber gefreut. Und das wird jetzt erstmal bei mir in Dauerschleife laufen, während ich dieses Video für euch zurechtschneide. Ja, ich hoffe mal, dass mein klitzekleines Video hier insgesamt euch gefallen hat, meine Reise nach Hamburg, dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte und dass das für euch eine kleine Entschädigung dafür war, dass die ganze Zeit keine Videos kamen. Also gut Leute, ja, das war mal mein Video über die ganze Reise nach Hamburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.